Hey, willkommen zurück. Ich bin der Stempler und heute basteln wir diese Karte. Die ist, wie im letzten Video schon angesagt, auch nochmal mit dem Set Glasklare Größe gemacht. Die Idee, ich habe mich stark inspirieren lassen aus einem englischsprachigen Bastelvideo. Ich habe es aber leider nach langem Suchen nicht wiedergefunden. Aber alle Farben, die auf dem Original verwendet wurden, sind sowieso nicht mehr im Sortiment und ich habe hier jetzt einfach aktuellere Produkte benutzt. Genau, es geht los. Wir basteln zuerst das Glas. Dafür habe ich einen Streifen extra starken Farbkarton in Weiß. Da ist es wichtig, dass ihr den extra starken benutzt, weil wir benutzen gleich Wasser hier drauf. Und das dünne weiße Papier ist sofort kaputt, wenn ihr da Wasser drauf macht. Deswegen muss man hier den extra starken nehmen. Besser wäre noch Aquarellpapier, aber ich finde, der ergänzt sich nicht so gut mit dem Weiß darunter. Das sieht nämlich ein bisschen anders aus, aber der extra starke passt perfekt zu dem Weiß darunter. Jetzt nehme ich meine Stempel- und Präpariermatte, damit ich mehr Druck habe und nehme aus dem Set Glasklare Größe das größte der Gläser und eine wasserfeste Tinte, also die Stayson-Tinte in Schwarz und stempel ein Glas hierhin. Ah, das ist nicht so schön geworden, das mache ich nochmal. Die sollte ich mal nachfüllen, die Tinte. So, schon viel besser. Okay. Das darf ein Sekündchen trocknen. Und wir machen weiter mit der Verzierung. Das geht jetzt mal auf den ganz normalen weißen Farbkarton. Und zwar die paar Blümchen, die ich habe, werden einmal gestempelt in Calypso und einmal in Himbeerrot. Zuerst in Calypso das große Blümchen. Das ist dieses hier. Einmal abstempeln. Und der innere Teil wird nicht abgestempelt. Und diese kleinen Tupfer werden auch nicht abgestempelt. Und die zwei kleinen Blümchen sind in Himbeerrot. Genau gleiche Technik. Also einmal abgestempelt für außen und nicht abgestempelt für innen. Da sieht man, man braucht gar nicht so viele verschiedene Stempelkissen. Man kann ja immer abstempeln und bekommt gleich zwei Farbtöne aus einem Stempelkissen raus. Man könnte natürlich auch passende Tinten für die Innen benutzen. Auf der letzten Karte habe ich zum Beispiel mal in Flamingo-Rot reingestempelt. Aber das braucht es natürlich auch nicht immer. Okay, und jetzt werde ich hier noch ein bisschen Aquarell mit den Stempelkissen Grüner Apfel und Jade. Die sind auch nachher nochmal fürs Grünzeug. Wenn man die zusammendrückt, kriegt man so einen Klecks in den Deckel. Also gut, zusammendrücken so. Und dann nehme ich mir einen Wassertankpinsel und noch ein altes Handtuch nebendran zum Austupfen, dass die Farbe wieder rausgeht. Und das ist ganz einfach. Man könnte jetzt auch den Wasserstempel aus dem Set benutzen, aber ich dachte, ich mache es einfach mal so. Man nimmt sich ein bisschen von der Farbe. Ich male zuerst so ein Oval. Und dann male ich den Rest aus. Genau, man sieht, es sammelt sich hier schon das Wasser so ein bisschen. Das würde das normale weiße Papier nicht aushalten. So, und das Grün ist sehr kräftig, deswegen ganz viel verdünnen und nur ganz wenig benutzen. Das kommt hier einfach so ein bisschen an den Rand. Und noch hier unten rein, wo es halt gerade passt. Vielleicht auch noch ein Stück nach da oben. Ja, irgendwie halt. Man sieht, wenn man genau guckt, auch hier geht das Papier schon ein bisschen kaputt, aber immer noch in einem Rahmen, es ist immer noch in Ordnung. Hier muss noch ein bisschen Blau hin, sonst ist das Grün so stark. Ja. Ich nehme auch ein bisschen von dem Blau und male das in die Ränder hier. Sehr stark verdünnt, so als würde sich so ein bisschen die Farbe spiegelt im Glas. Und auch hier oben kommen einfach zwei, drei
Tupferblau, dann sieht es nicht, das sieht man vielleicht jetzt nur ganz schwach, aber in echt ist es dann einfach nicht ganz so langweilig. Genau. Okay, die können erstmal zur Seite. Und jetzt nehme ich mir meine Big Shot mit den passenden Stanzformen und stanze die Teile aus. Danach sehen wir uns wieder. So, da bin ich wieder. Auf YouTube geht es immer total schnell. Also ich habe die vier Teile ausgestanzt. Was ich auch gemacht habe, ich habe auf die Rückseite von dem Glas, da sieht man, wie es einmal schief gegangen ist, einen Streifen von dem Snail-Klebemittel gemacht. Das sieht man jetzt nicht. Aber ich gehe mit meinem Finger darüber und nehme quasi dem Klebemittel die Klebeeigenschaft wieder weg, sodass es nur ganz, ganz leicht klebt. Weil jetzt nehme ich mir meine, das ist eine zweite Kartenauflage, die ist also 9,5 mal 13,5 cm lang. Da setze ich mein Glas jetzt auf, eher Richtung unten, und klebe das hier fest, aber das ist nur sehr temporär, nachdem das nicht mehr gut klebt. Kann man das nachher ganz einfach wieder abziehen. So, und jetzt benutze ich die zwei Zweige, die noch im Set sind. Zuerst mal diesen hier. Den nehme ich in grüner Apfel. Auch hier wieder die Stempel- und Perforiermatte. Und diesen Zweig setze ich mir jetzt einmal links und einmal rechts hin, so dass er halt oben aus dem Glas rausguckt. So. Und in Jade setze ich noch diesen Ast hier, diesen Zweig, einmal in die Mitte. So. Jetzt mache ich das ab und setze noch zwei von den Zweigen hier abgestempelt dazu, dann sieht es einfach ein bisschen voller aus. Und dass das hier gar nicht unten weitergeht, das merkt nachher keiner wegen den Blumen. Wir können auch gleich noch die Innenseite machen. Dazu habe ich hier die Kartenbasis. Auch die ist aus extra starkem weißem Flister, aus extra starkem Karton in Flüsterweiß. Das ist 29 x 10,5, gefalzt bei 14,5. Und hier auf der Innenseite können wir einfach so ein bisschen Deko hinstempeln, ganz leicht nur, ja, so ungefähr. Das machen wir da in der Ecke auch noch. Auf der letzten Karte habe ich noch Blümchen dazu gesetzt, das muss auch nicht immer sein. Hier mal nur die Zweige. So, das ist die Kartenbasis. Ein Stempel kommt noch drauf. Und zwar hierhin. Nochmal dieser Zweig. Das kommt mal hier so ungefähr hin. Den stempel ich in Jade. Und dann nehme ich mir einen Spritzer. Der ist befüllt mit Wasser. Und spritze den einfach einmal hier über den Stempel drüber und stempel den dann hier nach unten. Dann kriegt er nämlich so einen Aquarell-Look, als hätte man den gerade eben erst mit Aquarell eben gezeichnet. Das ist mal was anderes. Das kann schon alles weg. Ein letzter Stempel kommt gleich noch, aber ich lasse das noch eine Sekunde trocknen. Mit dem Glas geht es noch kurz weiter. Da kommt jetzt noch ein Band drumherum. Ich habe hier benutzt das Band Teestunde im Kombipack. Das ist einmal in Jade, einmal in Vanille. Und da nehme ich auf der Rückseite einen Streifen Abreißklebeband, wenn ich es denn finde. Wo habe ich es hingesteckt? Ich hatte es hier hinter mir.
kommt hier hin und ich wickel das Band einmal hier rum. Und es kommt noch eine Schleife drauf. Meine Schleifen sind in der Regel keine echten Schleifen, also echte Schleifen. Die sind geknotet und im Nachhinein aufgesetzt, weil ich dann mehr Kontrolle über die Schleife selbst habe. Das heißt, ich mache die Schleife hier noch am Band. Das heißt, ich habe auch weniger, was ich nachher wegschneiden muss. Und ich kann mir die nachher eben, nachdem ich die aufgeklebt habe, viel schöner setzen und kontrollieren, wie sie dann aussieht. Hier die Ränder werden so angeschrägt. Und dann kommt das Ganze mit einem Mini-Klebepunkt. Den falte ich noch einmal in die Hälfte. Ich glaube, auch das sieht man nicht. Aber ich falte den Mini-Klebepunkt in die Hälfte und nehme dann meine Schleife und setze die mir hier hin, wo ich sie haben will. Das kann jetzt schon gleich aufgesetzt werden, nachdem wir noch den letzten Stempel drauf gemacht haben. Dafür setzt man auch nochmal das hier hin, wo ich auch nochmal hinkleben. Und zwar habe ich aus dem Set Genial Vertikal, auch das wird es nicht mehr lang geben, das wird nicht übernommen. Diese vertikalen Grüße, die habe ich ganz gerne innen in die Karten reingemacht. Dann so hier so runter auch nochmal alles Gute oder so, das fand ich immer ganz nett. Aber auch eben auf die Kartenfront macht es sich manchmal ganz gut. Ich habe hier einfach das Hallo genommen, einfach eine nette kleine Karte, die man jemand mitbringen kann, wenn man bei einer Feier eingeladen ist zum Beispiel. Und da habe ich auch nochmal die Stays-on-Tinte. Ich würde immer empfehlen, die gleiche schwarze Tinte zu benutzen, wie auf dem anderen Projekt schon vertreten ist, weil auch die schwarzen Tinten untereinander sehen ein bisschen unterschiedlich aus. Dass man da einfach Ton in Ton bleibt. So, sehr schön. Das kann jetzt auf die erste Auflage aufgeklebt werden. Die ist 10 cm mal 14 mit nur ganz wenig Flüssigkleber, damit es ja nicht durchdrückt. Am besten wäre auch nochmal Snail zu benutzen, aber der liegt jetzt, glaube ich, auch hinter mir irgendwo. So, und die Auflage kommt natürlich auf die Kartenbasis. Die Blümchen und das Glas werden aufgesetzt mit Stampin' Dimensionals, damit es ein bisschen einen 3D-Effekt ergibt. Also ich nehme die großen fürs Glas, eine pro Eck quasi. Ganz wichtig ist, dass ihr da zusätzlich nochmal eine in die Mitte tut, damit dieses Klebeband nicht sich aus Versehen auf der Kartenbasis festklebt und euer Glas dann so durchgebogen ist. Das wäre doof. Gleiches gilt eben oben für das Abreißklebeband, da ist noch viel schlimmer, das bleibt extrem gut, deswegen setzt euch da die Dimensionals hin, dass das auf jeden Fall nicht unten festkleben kann. Und dann setzt man dieses Glas halt einfach so hin, dass das Muster oben weitergeht. Und für diese Blümchen nehme ich die Mini-Dimensionals. Die große Blume in die Mitte und die zwei kleinen. Entschuldigung für den groben Schnitt, aber gerade ist mein Ringlicht runtergekracht. Das musste kurz gefixt werden. Das Kamerasetup ist neu und ich bin noch am Ausprobieren, wie ich alles mache. Ich war dabei, die letzte der drei Blüten aufzusetzen. Und damit ist auch schon fast fertig. Ich habe mir jetzt noch überlegt, hier unten in die Ecke, das seht ihr hier drüben, drei kleine Glitzersteine zu setzen. Ich habe jetzt zu Hause eine relativ große Glitzersteinauswahl, deswegen habe ich die passenden Farben gefunden. Auch wenn es nicht perfekt passt, was mich ein bisschen wurmt.
Die setze ich einfach mit drei Klebepunkten auf, weil die leider nicht selbstklebend sind, so wie die von Stampin' Up. Und dann nehme ich gerne das Aufhebwerkzeug, das eben super ist, um Glitzersteine irgendwo hinzukleben. Wer genau die Farben haben möchte, die auf der Karte sind oder einfach keine bunten hat, braucht man auch nicht zwingend, kann auch die ganz normalen Basic-Strasssteine von Stampin' Up nehmen. Die haben sowieso, finde ich, ein viel schöneres Feuer. Und die kann man nämlich anmalen mit den Stampin' Blends, mit den Alkoholmarkern. Das geht nicht mit denen auf Wasserbasis, aber mit den Alkoholmarkern geht es. Und den gibt es in grüner Apfel und den gibt es leider nicht in Jade, aber man könnte einfach den hellen aus Bermuda Blau nehmen. Der wird sich da auch super ergänzen. Dann kann man die Steine einfach anmalen, so wie man haben will. Das geht auch mit den Perlen. Und ja, kann man eben perfekt zu seinen Projekten aussuchen. So, das war meine Idee für heute. Die letzte Karte mit dem Set Glasklare Grüße. Falls Leute zugucken, die dieses Set haben und ganz doll lieben, ihr könnt mir immer Kommentare schreiben oder auch einfach mal eine E-Mail. Die E-Mail ist am Ende vom Video. Wenn ihr sagt, ihr wollt noch mal gerne ein paar Videos dazu haben, Inspirationen dazu, dann schreibt mir eine Mail. Dann können wir da ein Format einrichten, wo wir mal mit etwas älteren Stempelsets basteln, weil dieses wird ja leider nicht übernommen. Genau, schreibt mir einfach, auf was ihr Lust habt, wenn ihr was wissen wollt, wenn ihr Fragen habt oder ähnliches. Also dann, wir sehen uns beim nächsten Video und ich sage Tschüss. You have been stempled.